Hallo meine Lieben hier in Deutschland. Hier kommt wieder mal seit langer Zeit eine Nachricht von Yolanda in Indien, von unserer wirklich, wirklich sehr anstrengenden Sommerzeit. Wir hatten jetzt die letzten Wochen täglich zwischen 42 und 45 Grad. Ja, im Schatten brauche ich nicht dazu sagen. Also ich konnte kaum das Haus verlassen. Ich musste zwischendurch mal nach Bangalore wegen einer Augenuntersuchung, was sehr wichtig war, und habe mir dort einen Bakterie eingehandelt, obwohl ich nur einmal in einem Restaurant war. Aber dann ist passiert. Anschließend lag ich 14 Tage zu Hause. Oh, sehr geschwächt, ja. Jetzt geht's bergauf seit gestern. Ich war dann zum Arzt. Und er hat mir was gegeben. Ich dachte, ich kann es mit Homöopathie und Ayurveda regeln. Ging aber leider nicht. So, nun bin ich wieder da. Ihr seht es. Halbe Portion weniger. Für die Kamera reicht es. Ich beginne nun mit der Erklärung von den Bildern, und die kleinen Filme, die wir die letzten 2 Monate gemacht haben, also vom April bis jetzt. Wir beginnen mit dem mit der Trockenheit, im Fluss und diese wirklich unangenehme Hitze. Viele haben das nicht überlebt. Es ist unglaublich. Ich bin seit 17 Jahren in Indien, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich konnte nur hier unter meinem Ventilator sitzen und den Körper kühlen. Das war brutal. Ich sage wahr, hoffe, dass es war, weil wir haben seit 2 Tagen immer wieder Regen. In Orissa ist nördlich von Indien ist ein Zyklon und das sind die Ausläufe. Möge er uns weiter damit beschenken. Und der Fluss, also, naja, warten wir mal ab, was damit passiert. Letztes Jahr war die Überflutung, an der wir immer noch arbeiten, das aufzulösen in den tiefer gelegenen Häusern. Wir hoffen, Sie haben da was gelernt aus den wirklich brutalen, was danach geschah. Überschwemmte Häuser, nicht bewohnbare Häuser über Monate. Es war nicht schön. Wir hoffen, dass es nicht wieder passiert. Viele Menschen sind in Behandlung. Wir unterstützen sie. 18 Familien. Also eigentlich sind es mehr, aber das sind dann Einzelpersonen, die wir unterstützen mit Krankenhausbesuchen, mit Medikamenten, mit Kokosnusswasser, mit Elektrolyte, was also einen ausgetrockneten Körper alles behilflich ist zu überleben. Die ersten Bilder handeln von einer Essens- und Bananenverteilung in den Villages außerhalb von Puttaparthi. Das war zu Babas Tag. Wir sagen Sterbetag, wie er seinen Körper verlassen hat und die Erde somit körperlich. Da sieht man diese dünnen, ausgemergelten Leute. Ihr seht die Essenspakete. Das alles hat Navin, mein Seva-Helfer, organisiert.
Ich lag ja flach. Ja, und da ist noch ein Behinderter, der kann nicht laufen vor dem Seitauer, ein anderer im Rollstuhl, Kinder, Familien. Ja, ganze kleine Villages um Butterparty wurden versorgt. Und sie alle waren freudig überrascht und sehr glücklich darüber. Denn sie sind immer noch sehr arm und können sich vieles nicht leisten. Dann sehen wir eine kleine Familie, eine Mutter, alleinerziehenden mit zwei Kindern, die in unsere Schule hier gehen und die Besten in der Schule jedes Jahr abschneiden. Sie werden besonders von uns mitversorgt. Und an diesem besonderen Tag haben wir entschlossen, Navin und ich, dass wir ihnen Kleidungsstücke geben, den Ladies Saris und den Männern Dotis. Und jetzt in der Moslemzeit, die haben extra noch was bekommen, Geld, um ihre weiße Kleidung, sie tragen ja nur weiß in ihren Moscheen und auch so, weiße Kleidung machen zu lassen, etwas Geld und Stoffe. Ja, die Frau neben der kleinen Familie, die alleinerziehende Mutter, das ist Balamani. Balamani, sie ist halbseitig gelähmt und sitzt den ganzen Tag in ihrem Zimmerchen auf dem Bett. Auch sie freut sich, wenn sie in Nighties, wir sagen Nighties zu, es sind lange Nachthemden, eigentlich wie Kaftan anzuschauen. Und die Männer bekommen Dotis und Handtücher und dann wieder ein paar Frauen, Familien dazu. Dann haben wir mir einen Superman, den weißbartigen Nikolaus. Ja, er ist auch sehr schlecht, war ein Mäntelproblem. Daneben ist unsere Blumenverkäuferin. Sie wird unterstützt von uns. Sie muss jeden Monat zur Nierendialyse. Daneben ist unsere Rücken, wir sagen Spine Lady. Sie ist jetzt im Krankenhaus aufgenommen. Sie kann weder sitzen noch gehen, sich bewegen. Sie hat zwar ab und zu eine Hilfe, die eine rennt davon, weil es ihr zu viel ist, die andere bleibt ein paar Tage oder Wochen. Ja, aber sie lebt in Schmerzen und sie wird jetzt behandelt. Kann nicht operiert werden, weil sie zu alt ist und zu schwach ist. 40 Kilo hat sie nur noch. Und da unten, das ist unsere Großmutter. Die hat sich aber schaut nicht mehr so frisch aus, hat sich vor ein paar Tagen das Bein gebrochen. Wir haben viel Stromausfälle und sie stolperte in der Dunkelheit. In ihrer Höhle, ihr Haus ist eine Höhle. Aber das wird von uns jetzt repariert, dazu komme ich später. Ja, und da ist die Marketfrau vom Saturday Market. Und nun sehen wir die Fotos von den Materialien, die wir benötigen und die hier sehr teuer sind in Indien. Steine, Sand, Erde, Zement, Stromleitungen und Toiletten, Ab- und Zuflur, was halt alles so gerichtet werden muss und neu installiert werden muss. Bei der einen Familie, wo die Großmutter eben hingefallen ist und der Vater irgendwie versucht, Geld zu bekommen. Sie bekommen von uns volle Ernährung, Frühstück, Mittag und Abendessen. Aber was man halt sonst noch braucht, mal eine Flasche Öl, um was rauszupacken, was die Inder am liebsten tun und so weiter, so die Nebensachen. Seife, Haarshampoo, Haaröl, was sie halt alles braucht. Sitzt die Oma mit ihrem gebrochenen Bein. Ein paar Stunden später wurde das von uns aufgenommen, weil Navin zur Hilfe gebeten wurde. So, das war's. Das sind unsere normalen Aktivitäten an Feiertagen. Wie gesagt, Ugadi,
Und Swami, an Ugadi ist Neujahr in unserem Gebiet und wird ganz groß gefeiert. Ich war am Dashamplatz, es war wunderbar, toll. Super, super Energie. Und die Halle war voll. Kein Abstand, nur die Maske hatte jeder im Gesicht. Es waren bestimmt 10.000 Menschen da. Und dann zu Babas Samadhi-Tag, mindestens 20.000 Menschen. Man konnte kaum gehen auf der Straße oder im Ashram. So, da ist das Bild vom und ein kleiner Film vom Chitravati-Fluss. Dann daneben noch mal ein Foto von der Mutter mit dem gebrochenen Bein. Ganz tapfer. Also die indischen Frauen sind tough, sage ich euch. Da, wo wir zum Jammern beginnen, da haben die immer noch ein Lächeln auf dem Gesicht. Sie wissen, es ist ihr Karma, es ist unabänderlich und man muss es ertragen. So, dann sieht man, es wurde ja schon begonnen, mit Steinen zu bauen. Ich habe mal einen Stein, 1, 2, 3, 4 Steine gekauft, 80 Rupies. Also da weiß man dann, wie viel dann gebraucht wird für ein Haus. Das sind schon ein paar Tausende Rupies, natürlich nicht Euro. Gut, der Aufbau für die beiden Häuser, das Dach bei dem Polioman und das Haus, das ja nur eine Höhle ist, von der armen Familie. Ja, also das kostet dann so 1.800 Euro alles zusammen. Wir haben schon angefangen, Geld zu sammeln, aber es fehlt natürlich weit hinten und vorne. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Die Regenzeit normalerweise beginnt Anfang Juni, wenn die Schule wieder beginnt, 8., 9., 10. Juni. Damit konnten wir immer rechnen. Okay, die Zeiten sind verschoben. Aber wir können wirklich damit rechnen, weil jetzt ja schon täglich die Ausläufe des Zirkons von Ösa uns erreichen. Und sie müssen zu ihren Nachbarn gehen, um dort Unterschlupf zu finden, um nicht klitschnass zu werden, während sie schlafen. Wir brauchen eure Hilfe. Bitte, bitte helft uns. Helft den Armen, helft den Armen. Und wir werden eure Gelder einsetzen. Naveen hatte einen tollen Vorschlag. Ich habe gesagt, durch diese Betrügereien in Indien, wer passt denn auf das Material auf? Wer passt denn auf alles Gelieferte auf? Wer passt denn auf, dass diese Bilder, Hausbauer, uns nicht betrügen, über den Tisch ziehen? Und also Naveen hat schwer gehandelt und wird alles selber in die Hand nehmen. Er wird persönlich die Materialien kaufen, persönlich sie mit einem Lorry dort zu die Häuser hinbringen und dort verstauen und täglich an die Baustelle fahren, um zu kontrollieren, ob auch die Arbeiter, die angesagt wurden für das Geld, das wir bezahlen sollen, ob die auch wirklich alle da sind und nicht nur zwei die Steine umeinander schmeißen. Also er hat das alles super, super geregelt. Wie gesagt, alleine könnte ich das nicht schaffen. Ich kann das alles mit den Finanzen regeln, einteilen. Wir haben Buchführung. Wir schicken immer gleich Nachricht, wenn wir Donation bekommen, dass das Geld angekommen ist und dass es jetzt auf der Seite liegt, um gebraucht zu werden für die notwendigsten Dinge. Und ein bisschen was habe ich immer auf die Seite getan, so richtig deutsche Hausfrau. Und das haben wir jetzt schon in die Häuser investiert. Die Basis für die Materialien für beide Häuser war jetzt schon mal ein Lack, sind 100.000 Rupies. Aber das reicht nicht, das ist nicht ausreichend. Geht es allen gut? Schaut, dass ihr alle mit Gottes Gnaden um diese Runden kommt. Ich lese ja immer, was bei euch los ist. Ist ja auch nicht einfach, eure Arbeit zu erhalten und Familien zu ernähren. Ja, Leute, ich weiß es.
Gott segne euch, Gott ist mit euch. Was ihr gebt, kommt zurück. Das sind die universellen Gesetzesregelungen. Und das ist gut so. Was haben wir da noch? Ja, bei dem total zerstörten Haus, das Wasser kommt von der Straße. Es liegt ein bisschen an einem ganz schwachen Hügel. Und das Wasser, wie gewöhnlich, kommt von oben nach unten. Ganz klar. Und das Haus steht direkt an der Straße. Und da läuft das Wasser einfach rein. Weil da war ja keine richtige Tür und kein Fenster und keine Öffnung. Aber durch die Ritzen und durch die Brüche und geflickten Stellen, ja, lebten die dann im Wasser. Und das wollen wir jetzt verändern. Das lag mir so am Herzen. Weil ich habe hier in Indien selten geweint. Aber geht's wieder los. Aber wie ich das sah, den halben Tag weinte ich bei diesem Anblick. Und ich werde nicht mehr weinen, ich werde mich jetzt freuen und lachen mit den Menschen. Ich werde auch zwischendurch immer wieder dort sein. Sie fragen nach mir. Where is Amma? Where is Amma? Und ich werde mit Navin dorthin fahren, zu den Familien, zu den Häusern, um durch mein Erscheinen ihnen Mut zu geben, dass das wirklich in Tat umgesetzt wird, was wir ihnen versprechen. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Ich wünsche euch eine freudige, liebevolle und gesunde Zeit. Helft, help ever, hurt never. Helft immer, verletzt niemanden. Das ist unser Spruch hier. Unser Meister hat uns das so gelehrt. Love all, serve all. Liebe alle und help allen. Diene, service, dienen. Diene allen. Und das ist unser Weg. Wir können nicht allen helfen, was mir sehr leid tut. Aber das geht nicht. Das ist einfach, da müssten größere Mittel einfließen. Aber wir sind dankbar für das, was wir von euch bekommen. Dankbar, dankbar. Und Freude. Und der Segen sei immer mit euch. Ich bete für euch alle. Auch für die, die uns mit Heilenergien versorgen. Ich vergesse euch nicht. Wir beten für euch. Auch ihr braucht Gebete. So, nun geht mir langsam die Luft aus. Wie man so schön sagt, ich bin froh, dass ich die Kraft habe, seit gestern wieder mein vermeintlich normales Leben zu führen. Den Haushalt, ein bisschen einkaufen, ja, was man halt so hat. Okay, Leute, ich liebe euch, Gott segne euch. Namaste, Namaste, Namaste.